Hey, willkommen zurück hier auf dem Channel am Donnerstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dir meinen Nummer 1 Tipp, meinen besten Tipp mitgeben, der dir dabei helfen wird, dass du Frauen besser verführen kannst. Das heißt, wenn du mit vielen Frauen schlafen willst und du hast momentan ein Problem damit, dann möchte ich dir einen Trick zeigen, mit dem du es schaffst, mit mehr und vor allem mit heißeren Frauen regelmäßig zu schlafen. Bevor wir jetzt ins Video durchstarten, ich habe ein Live-Webinar konzipiert, in dem jetzt Plätze und Termine frei sind, das ich dir anbieten möchte, hier als Teilnehmer meines YouTube-Channels, als Zuschauer meines YouTube-Channels. Im Live-Webinar wirst du meine Top 3 Geheimnisse um das Thema Frauen kennenlernen, Frauen verführen, Frauen ansprechen lernen. Die werde ich dir im Live-Webinar mitteilen. Das Ganze ist vollkommen gratis, da kannst du dir wirklich mal eine Stunde Zeit nehmen und kriegst von mir teils meine wertvollsten Informationen in diesem Live-Webinar von mir mitgegeben. Du kannst dich im ersten Link in der Beschreibung oder oben auf dem Infopunkt für das Webinar eintragen. Schau mal, ob da noch Plätze und Termine frei sind. Das Ganze ist natürlich begrenzt, terminlich und auch plätzemäßig. Deswegen schau mal dort vorbei, ob da noch was frei ist, und dann freue ich mich, dich im Live-Webinar dabei zu haben. So, jetzt wollen wir aber ins Video durchstarten, und zwar geht es, wie gesagt, heute darum, wie du effektiver Frauen verführen kannst und vor allem auch die Frauen, die du wirklich verführen willst. Und das Hauptproblem oder die Hauptmessage, die ich dir mitgeben möchte, ist: Mach einfach dein Ding. Also zieh beim Flirten, zieh im Dating-Prozess dein Ding durch. Das ist ganz wichtig. Ja, das heißt, wenn du vorhast, mit der Frau zu schlafen, wenn du mit der Frau schlafen willst, dann zieh auf jeden Fall dein Ding durch. Setz sozusagen, geh all in. Ja, all in heißt einfach, dass du setzt dein restliches Geld auf eine Karte und hoffst darauf, dass es funktioniert. Das heißt, geh einfach all in. Ja, selbst wenn die Frau dir zum Beispiel Dinge sagt wie, hey, ich weiß nicht, sowas mache ich normalerweise nicht, oder ich schlafe nicht mit fremden Typen oder was auch immer, oder wir werden heute nicht miteinander schlafen. Wenn sie solche Dinge sagt, dann nimm das zur Kenntnis, aber zieh trotzdem dein Ding durch. Und das große Problem von vielen Männern, was dafür sorgt, dass sie nicht so viel Sex haben, wie sie eigentlich wollen, ist, dass sie sich von diesen Dingern verunsichern lassen oder von diesen Dingern abschrecken lassen. Ist mir selbst erst neulich passiert, auf einem Date ist mir das passiert, und das passiert wirklich sehr schnell, und du siehst, es passiert auch mir, und so stark ist halt diese soziale Konditionierung an der Stelle, dass man da vorsichtig sein muss oder Rücksicht nehmen muss. Und natürlich, wenn die Frau am Ende des Tages Nein sagt, wenn du sexuell auf sie zukommst, dann natürlich, du sollst sie nicht vergewaltigen. Das ist nicht die Botschaft dieses Videos, sondern die Botschaft dieses Videos ist es einfach, dass du all in gehst, dass du alles versuchst, und dann, wenn es nicht funktioniert, kannst du immer noch es lassen. Also du kannst es immer noch lassen, wenn es nicht funktioniert, aber mach es nicht von vornherein gar nicht. Also sei nicht so, oh nein, jetzt lasse ich es lieber und dann probiere ich es vielleicht beim dritten Date. Sondern mach es dann einfach, geh hin, küss sie, versuch mit ihr zu schlafen, versuch sie da in die Richtung zu verführen, und wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Dann machst du es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Aber mach nicht den Fehler, dass du es einfach von vornherein gar nicht machst. Ja, das ist genauso wie, du denkst dir, die Frau, oder du denkst dir, du müsstest die Frau beim ersten Date auf einen Kaffee treffen und ihr könntet euch nicht bei dir zu Hause treffen. Mach's einfach. Versuch einfach, die Frau bei dir zu Hause zu treffen. Lad die Frau einfach zu dir nach Hause ein und dann schau, was passiert. Ja, schaffst du es, sie dahin zu bekommen? Schaffst du es nicht, sie dahin zu bekommen? Probier es einfach. Setz wirklich all in und mach nicht so ein Halbarschigen. Also probier es nicht so ein bisschen, sondern probier es einfach vollständig und schau dann, was passiert. Das heißt, arbeite mit dem, was passiert, nachdem es passiert ist, und nicht vorher schon. Das ist ein großes Problem vieler Männer, dass sie zum Beispiel die Frau nicht ansprechen, weil sie sich denken, hey, die hat vielleicht gar keine Zeit, oder hey, die hat sicher einen Freund. Aber es ist viel besser, wenn du mit diesen Dingen arbeitest, nachdem sie passiert sind, als wenn du mit diesen Dingen arbeitest, bevor sie überhaupt passiert sind. Es macht keinen Sinn, damit umzugehen, dass sie einen Freund hat, wenn du nicht mal weißt, ob sie einen Freund hat. Ja, da brauchst du dich damit nicht auseinanderzusetzen an der Stelle. Mach das immer erst dann, wenn es auch wirklich relevant wird, denn sonst verschwendest du einfach nur deine Zeit, und das ist verschwendete Liebesmühe sozusagen. Ja, du machst dir nur Gedanken, du machst dir nur einen Kopf und kommst dann nicht in Handlung. Wenn du dann rausfindest, dass sie einen Freund hat oder dass sie keine Zeit hat, dann kannst du immer noch gucken, was du danach machst, welche Schritte du danach einleitest. Aber mach halt erstmal. Versuch erstmal, die Frau zu küssen, und wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du immer noch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, dann jetzt erstmal nicht und es später nochmal probieren. Aber mach es nicht einfach gar nicht, sondern mach es und schau, was passiert. Setz immer hoch ein und dann schau, was dabei rumkommt oder wie sich das dann im Endeffekt entwickelt. Ja, immer erst setzen und dann schauen, was die Karten sind, und nicht schon im Vorhinein überlegen, was könnten die Karten sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Setz einfach, find raus, was die Karten sind, und dann arbeite mit diesen Karten weiter. Also mit der jeweiligen Situation, die sich dann in dem Moment präsentiert. Wenn du das machst und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du sehr oft und sehr schnell in sexuelle Situationen geraten, und du wirst auch in verrückte Situationen geraten. Und das ist das Spannende. Du wirst Situationen erleben, die
du sonst nicht erlebt hast, weil du dich halt zurückgehalten hast. Und diese Situationen werden lustig sein. Es passieren witzige Dinge, es passieren Sachen, von denen du nie gedacht hast, dass sie möglich sind mit Frauen. Dass du mit Frauen nach einer halben Stunde irgendwie im Bett landest oder dass sich ein Dreier ergibt oder solche Sachen. Das sind Dinge, die ergeben sich immer nur dann, wenn du probierst. Angenommen, du hast eine Frau im Club und du denkst dir so, oh, es wäre cool, sie mit nach Hause zu nehmen. Aber sie meint, und sie hat schon zu dir gemeint, nein, sie geht irgendwie nachher mit ihren Freundinnen nach Hause. Ist okay, hat sie gesagt, hast du auch zur Kenntnis genommen. Aber versuch trotzdem, sie mit zu dir nach Hause zu nehmen. Versuch es einfach. Ja? Versuch die Schritte zu gehen. Sag zu ihr, komm, wir gehen noch was essen und nimm sie mit aus dem Club. Und dann versuch sie in die Bahn zu dir, Richtung zu dir zu setzen. Versuch es einfach. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber mach es nicht einfach nicht. Sondern versuch es, fahr deinen Plan, fahr dein Ziel und dann passt die Sachen, die du machst, auf dem Weg an, wenn sie nicht funktionieren, aber nicht schon im Vorhinein. Ja, RSD, die RSD-Lehrer haben das mal so ausgedrückt, viele Männer wollen the manual reading beforehand. Also viele Männer wollen die Anleitung lesen, bevor sie mit dem Ganzen anfangen. Aber du musst anfangen und dann mit den Dingen umgehen, die passieren. Das ist im Online-Marketing so, in dem, was ich jetzt hier tue. Ich muss auch Dinge ausprobieren und dann schauen, was dann passiert und dann danach korrigieren. Ich kann es auch nicht im Vorhinein voraussehen. Und deswegen probier einfach Dinge, fahr deinen Plan und wenn es nicht funktioniert, kannst du immer noch wieder einen Schritt zurückgehen, aber mach es erstmal und so wirst du 200-300% bessere Ergebnisse mit Frauen haben als die, die du bis jetzt hast. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wie gesagt, trag dich für das Live-Webinar ein, da kannst du dir einen Termin sichern. Bist dann beim Live-Webinar dabei, du erfährst meine drei besten Tipps im Zusammenhang mit Frauen verstehen, Frauen verführen, Frauen kennenlernen. Also ich verrate dir drei Geheimnisse, die du wissen musst, um wirklich den Erfolg mit Frauen zu haben, den du dir wünschst. Du kannst dich im ersten Link für das Webinar eintragen oder oben auf dem Infopunkt, der hier nochmal erscheint. Du kannst dich auch nochmal unten in der Ecke, da wird auch nochmal das Webinar angezeigt sein. In der Ecke kannst du den Channel abonnieren und da oben geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Ich freue mich, dich am Samstag wieder dabei zu haben, denn da kommt das nächste Video. Bis dahin, ciao.